Hey, liebe Urbanauten, wir begrüßen euch recht herzlich in unserem urbanen Kosmos und können es kaum erwarten, euch voller Stolz unsere disruptiven Neuheiten zu präsentieren. In den letzten 2 Jahren haben wir unsere Machenschaften, unsere Entwicklung und vor allen Dingen auch unseren Fußabdruck stetig analysiert, kritisch hinterfragt und vor allen Dingen optimiert. Und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Geschaffen für den urbanen Raum, entwickelt für den vielschichtigen Einsatz und produziert, um zu überdauern. Leichter, schneller, smarter, komfortabler und individueller als je zuvor präsentieren wir euch heute unser technisches Meisterwerk, den Softride 2.0. Unser Softride 2.0 setzt gänzlich neue Maßstäbe. 3D-Druck sei Dank haben wir unseren stählernen Skelett einen kompletten Crossover unterzogen. Das Design setzt an seinem Vorgängermodell an, trumpft aber nun mit einer deutlich moderneren Optik auf. Das Design unseres Softride 2.0 steht in ständiger Wechselwirkung mit der sehr definierten Silhouette, gepaart mit ausdesignten Charakterlinien, die sich auf den kompletten Rahmen wiederfinden. Unsere sehr komplexen Formteile aus dem 3D-Drucker und auch unsere selbstentwickelten Rohrprofile sind stetiger denn je, denn wir haben diese nach Automotive-Standard flächenoptimiert. Speziell unserem Unterrohr haben wir eine neue Form spendiert. Wir sind weg vom Rundrohr, haben ein schönes Freiformprofil, welches sich deutlich homogener in die Gesamtentscheidung einfügt. Funktionale Elemente haben wir, wie nicht anders zu erwarten, gekonnt in den Rahmen integriert und diese sind erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Unser neues Schmuckstück ist ein echtes Chamäleon. Du kannst modular zwischen den gesamten Plattformen wechseln. So haben wir vorausgedacht. Das heißt, heute fährst du Biobike, morgen vielleicht E-Bike oder umgekehrt. Wie haben wir das geschafft? Wir haben technisch alles vorbereitet. So hast du im Tretlagerbereich eine entsprechende Brücke, um ein Pinion Smart Shift aufzunehmen, entweder mit 9 oder 12 Gängen. Du magst es im Single Speed durch das urbane Gefilde zu sausen? Kein Problem. Auch diese Brücke kann mit einem Single Speed Antrieb ausgestattet werden, immer in der Paarung mit dem Gates Carbon Drive. Hinter dieser Öffnung oberhalb des Tretlagers versteckt sich die elektrische Power, denn der Rahmen ist jederzeit vorbereitet für das Mahle X20 Antriebssystem. So kannst du das stählerne Skelett so richtig elektrifizieren. Weiter geht's in Richtung Hinterbau, denn auch unsere Ausfallenden haben es so richtig in sich. Die Ausfallenden sind technisch sehr kompliziert gewesen in der Entwicklung, denn wir haben alle Schaltprinzipien vorbereitet. So kannst du vom Single Speed kommt über das Tretlagergetriebe, über eine Kettenschaltung alle Antriebssysteme draufpacken. Was will man mehr? In Sachen Komfort lassen wir euch natürlich auch nicht im Regen stehen. Mit an Bord ist unser Signature, unser Softride, unser Kernelement. Das heißt, nach wie vor leiten wir deine Kräfte von oben kommt und vom Boden ausgelöst durch Unebenheiten nach hinten um. Das heißt, wir haben ein elastisches Fahrwerk, das ausgefeilter denn je ist. Wir versprechen viel mehr Komfort, natürlich auch in der Paarung der Reifenbreite. So bekommen wir jetzt 47 mm in den Rahmen integriert und versprechen viel mehr Fahrkomfort im Zusammenspiel mit unserem Signature. Aber lasst uns nun in die Geometrie abtauchen, denn auch diese haben wir bis ins kleinste Detail optimiert. So kommen wir von einer sehr sportiven Geometrie mit einer Stack Reach Ratio von 1,37. Diese haben wir natürlich angefasst zugunsten eures Fahrkomforts für bessere Kontrolle und besseren Überblick vor allen Dingen über den Verkehr. So sind wir jetzt bei einem Faktor von 1,5 bzw. 1,51. Das heißt, ihr habt einfach mehr Kontrolle über unser stählernes Skelett und könnt so richtig durchstarten. Ach ja, da wäre ja noch das Gewicht. Wir blicken hier auf ein federleichtes Konstrukt, denn wir haben über 30% abgespeckt. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann ab dafür! Doch wie steht es eigentlich um den Fußabdruck unseres Newcomers? Wir produzieren unseren Stahlrahmen im eigens geschaffenen Ökosystem hier in Deutschland. Fair, transparent und nur auf Anfrage nach dem Prinzip des Lean Manufacturings. Massenproduktion und Verschwendung? Nein, danke. Ich gebe zu, das waren eine ganze Menge Informationen. Doch Fortschritt ist unsere Mission und als Weltmarktführer im 3D-Druck stehen wir niemals still. Kommt also mit an Bord und stürzt euch mit dem Softride 2.0 in euer nächstes Abenteuer. Bahnfrei für die neue Generation von Hightech Premium Bikes.